Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Surviving Mars. Ich rede jetzt ganz, ganz schnell, weil wir ganz schnell was machen müssen. Und zwar müssen wir jetzt erstmal einen Schnelldurchgang, weil wir müssen was machen. So, wir haben hier erst einmal das da. Wir müssen da versuchen, mal das alles zu machen. Da müssen wir noch andere Sachen noch versuchen. Genau, da passt es nicht mehr hin. Ja, cool. Ne, da geht nichts mehr hin. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja, gut. Wenn es halt nicht anders geht, dann geht's halt nicht. So, dann ist das da unten. Ja, mehr geht halt nicht. Das ist ein bisschen blöd, weil. Ne, das ist ein Schalter, das brauche ich nicht. Wir brauchen den da. Gut, das ist wenigstens verbunden. Machen wir schnell hier. Nicht funktionierende Gebäude. Ich weiß schon. Ja, das. Und das Schöne ist, es ist immer noch auf Englisch. Hihihi. Aber macht nichts. Ich finde, dass Englisch dann nicht ganz, ganz gut passt. Nervt jetzt nicht. Ja. Komme ich da schon wieder hin? Sektor scanned. Machen wir das ganz schnell, setzen das so hin und da hinten setzen wir was. Nicht der Strom, für das da, zumindest hin, so zack. Dann als nächstes machen wir die ganzen zwei hier drin rum, setzen das da hin. So, als das nächste Schritt ist, dass wir dann hier wieder Rohre benutzen, dass wir dann die Rohre hier runterziehen, dann nach hier rüber komplett. Und hier hoch. Naja. Da so, genau, der braucht unten auch noch Strom. Ist gerade alles Prioritäten öffnet. So, dann ist nächste Schritt. Wir fahren hier entlang. So. Dann nächster Schritt, wenn ich so weit ist, wir machen das erste Mal und setzen das auch mal nach oben. Und sagen aber da gleich, dass hier alles ausgelagert werden soll. Dass sie so viel wie möglich bekommen immer. Neue Technologien können erforscht werden. Oh, Mohole-Projekt, das ist gut. Ganz gut. 1000. Das erste Wunder. Oh, da erspare ich mir eigentlich so einiges. Das ist Terraform. Die haben eine neue Stadt. Ach du. Nee! Und das ist doch so viel Terraforming. Ich hätte nur gedacht, dass irgendwas dazwischen doch von denen hat. Physik oder so. Aber nein, das ist ein eigener Strang. Ach du Kacke. Ja, gut. Oh, 49% abgeschlossen. Ja, gut. Nein. Da setzen wir einfach den schon hin. So, das ist auch mal gleich mal so ein großes dahin. Wow. Da ist das große, wie passen die eigentlich da rein? Weil bei anderen passen. Ja, das ist schön, weil ich hatte zu viel mehr gehabt. Ich hatte. Pff, ganze Strecke immer von für Müll gehabt.
Das war jetzt eigentlich auch nichts. So. Dann ist das nächste, was wir machen, ist, wir gehen wieder ganz zu hinten hin und machen hier diese Drohnen. Weil wenn ich das lustig finde, setzen wir es einfach mal hier hin. Das erste halten wir zumindest. Das machen wir gleich mal auf Prio. Wenn wir das dann haben, könnten eigentlich dann gleich. Ne, vergiss es. Müssen wir schauen, wo wir dann die Landezone hinmachen. Ich weiß, wie wir das am besten lösen, wie wir da unten Wasser bekommen. Und zwar, wir machen erstmal Nachschub, holen einfach so Nachschubrakete und holen uns mal einen von dem her, so, zack. Dann ist es erstmal wichtig, dass wir das gleich mal alles herbauen. So, na, jetzt müssen wir sitzen, dein. Du bist eins verbaut, das heißt. So, du gehst doch rüber, das lässt sich ab. Dann setzen wir mal. Zack. Gut, okay. Theoretisch könnte das Service jetzt scheiße aus. Machen das so und setzen das mal hierher. So, wenn wir das dann haben, machen wir als nächstes dann Strom. Wir machen keinen Strom, wir machen das anders. Setzen den hierher. So, wenn wir das dann haben. Setzen wir dann hier einfach mal. Johnson. Und so einen großen hier hin. Dann. Oh, das muss ich ändern. Oh, das will ich gleich auch wieder raus haben. Ich fahr mal dahin. Ich fahr mal dahin. Hier hinfahren. Hier hinfahren. Keine Ressourcen. Ist gut zu wissen. Ich setze dich erstmal dahin. Damit wir auch da noch die Bohrer, dass wir die immer zusammen haben. Damit ich dann weiß, wo was hingehört. So. Was ist da unten haben? Jetzt muss ich mir überlegen, was wir als nächstes machen. Wir könnten das hier dann weiter ausbauen oder wir machen gleich die Betonfabrik. Hier kann man es euch abbauen, also ist das, was du so. Hier arbeiten wir uns jetzt ein bisschen was so voran. So. Theoretisch müsste es auch noch mit dabei sein. Ja, ja. Oh, ja, gerade noch so. Dann werden wir wahrscheinlich hier unten noch ein bisschen was hinbauen. Ja, das muss eigentlich alles gehen. Komm, schneller. Eins noch. Ein Beton. Oh, hast du so viel? Doch noch so viel.
So, wir haben das da. Kein Benzin. So, da fliegen die ersten Shuttles los. Wollen wir mal, dass sie schon ein bisschen was ausbauen. Ja, das ist ganz gut. So, dich machen wir hier. Und dich lassen wir hier stehen. Aber du kümmerst dich um den ganzen Rest hier. You're listening to Mars Official Radio with Panna Maskelyne, your first radio host choice with the best radio voice. So, die lassen wir hier alles auslösen. Dann, genau, haben wir hier noch Stromkabel. Das setzen wir hier hin, da hoch und hier runter. Und dann haben wir nochmal so einen. So. So, Wasser pumpt. Genau, das ist ja so. Ja, Sandsturm. Geil. Das wird lustig. Kann man es eh schon so genügend brauchen. Jetzt muss es laden oder was? Nein! So. Ich habe die Geschichte Leuchtfeuer genommen wieder. Das heißt, dass es dann auch im Laufe des Tages, im Laufe des Projekts ein bisschen heftiger sein werden wird. Wir laden erst einmal hier. Nee, das macht es von alleine. Aber um es vielleicht ein bisschen anzuheizen von dem, war das doch so. Ich kann es glaube ich bis zu einmal überbrücken, glaube ich. Wir setzen hier einen hin, wir setzen da 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 so einen hin. Muss sein. So, bei den ganzen Türmen, also hier zumindest, so da noch einen hin, da noch einen hin. So. Na, können wir noch mit den ganzen Sachen auch upgraden, also mit den ganzen Solarprojektoren machen. Wenn wir das so machen, ich bin mal gespannt, ob das geht. So. So. Was geht da jetzt? Haben wir eigentlich schon? Wie viele haben wir da? Einer noch. Das heißt, es ist jetzt im größtenteils aufgeteilt. Das ist ganz gut. Ist da unten schon gebaut? Nee. So. Dann bauen wir aber auch, um das euch mal zu zeigen, den hier noch. Wir werden sehen, wir brauchen ganz kurz viel Wasser und so. Oh Gott, das ist auch schon wieder voll. Mich juckt's da am Finger oder an der Hand. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ist eigentlich schon eine Rakete immer voll?
Da machen wir auch noch mal was. Also jetzt will ich noch zwei Akkus hin, dass wir das aufladen können. So. Man braucht eben nicht zu viel Strom, dann geht nicht der ganze Strom verloren. Weil das füllt sie auch. 15. Das heißt, wenn es mal ausfällt, dann kommt nicht mehr der. Was ich nicht glaube, bei dem kleinen bisschen. Dann passt das schon. Tschüss. Haben wir denn schon was freigeschaltet? Das gibt's doch nicht. 98%. Ich bin mal so gespannt, wenn das Terraforming dann losgeht. Du hast hier auch noch, das kann man auch gleich bauen. Du hast das nicht. So, der produziert ununterbrochen Beton. Das ist ganz gut. Und der hat hier seine Vorkommen. Dieses Vorkommen hat 650, ja gut. Planetarische, muss ich selber mal gucken. Das ist das nächste. Das ist bunter Carbonatprozessor. Verbessert die Atmosphäre des Mars durch das Verbrennen von Gesteinsabfällen. Warte mal, wir haben 6 Anomalien, oder? Toll. Aussenden, Tanke, ja. Überall, wo wir noch keine Drohnen haben, da können wir gleich alle hinschicken. Was hat das da, ne? Ja, ich werde das jetzt noch so machen, dass ich jetzt noch die ganzen planetarischen Anomalien mache, dann werden wir schauen, dass wir so schnell wie möglich eine Kuppel herbekommen. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Bye bye.